Starterin vor der Pause wurde bestätigt mit 67,02 Prozentpunkten. Jetzt freuen wir uns auf einen Gast aus Frankreich. Stephanie Breusel und Amorak. 11 Jahre alt ist ihr niederländischer Wallach von Special und Inspekteur. Wir starten ins letzte Drittel hier im Grand Prix der Kühe Tour in Hagen am Teutoburger Wald. Es führt Jan-Dirk Gieselmann mit Real Dancer und 71,12%. Und wir starten jetzt hier ins letzte Drittel mit einer Reiterin aus Frankreich, Stephanie Breusel, und sie sitzt auf Amorak, 11-jähriger Niederländer von Special D, aus einer Inspekteurmutter gezogen. Hat sie einen ganz schönen taktmäßigen Trab in der Traversale, nimmt die Qualität des Trabs mit in die Traversale. Ich fand sogar die Einleitung nach links noch besser, nach rechts kam sie nicht ganz so schön rein. Guter Übergang in die Passage. Sie haben es richtig gesehen, beim Aufnehmen aus dem starken Trab noch mal einmal hinten beigeholt und dann auch sehr schön, finde ich, den Übergang gefunden in die Passage. Ja, da lässt sie Vortritt zu. Da hat man aber wirklich ganz deutlich das Gefühl, dass er da im Widerriss sich ein bisschen hält. Aus dem Widerriss soll er sich fallen lassen. Das hat er nicht in der letzten Konsequenz meines Erachtens getan. Gut, gut, gut. Ja, guck mal, jetzt kriegt sie die Piaf. Ich wollte gerade sagen, sie kann sie jetzt schon mehr auf dem Platz orientiert anlegen, die Piaf. Da kam er so ein ganz klein wenig aus dem Takt und sie hat sofort reagiert und wieder etwas nach vorne geritten. Hat sie gut gemacht. Die Stephanie Breusel. Die beiden kennen sich auch schon gut. Sie hat ihn schon lange, schon einige Jahre, den Amorak.
Galoppablauf ist noch nicht ganz so überzeugend, ne? Da springt er noch nicht wirklich engagiert durch in der Versammlung. Da muss er doch noch hinten etwas mehr Last aufnehmen, ins Bergauf kommen. Sehr fließend, aber eben dieser doch sehr kurz angelegte Galoppsprung drunter. Und die Grundqualität des Galopps, die nimmt man natürlich in jeder Lektion mit. Jawohl. Ganz gerade, sehr flüssig, in Selbsthaltung, sicher, da kann man überhaupt nicht meckern. Also das war mit Sicherheit ziemlich gut. Ziemlich gut heißt 7. Ja, da fehlt noch die Elastizität etwas, die Bewegung im Rücken. Sie reitet raus, was sie in diesem Moment rausreiten kann. Mehr, würde ich sagen, ging jetzt hier wirklich noch nicht, weil er dazu dann doch zu wenig über den Rücken schwingt. Das ist, glaube ich, das Hauptding, dass sie immer wieder versuchen muss, ihn über den Rücken zu kriegen. Er ist relativ gerade angelegt, da ist das manchmal schwieriger. Ah, schade, nicht so schön rausgeritten. Ich meine, da ist sie etwas eilig vielleicht gewesen, denn da hatte sie die Piaffe ganz schön am Platze. Hoppa, da fällt ihr der eine Zügel weg, aber das war eine sehr gleichmäßige Runde, die sie uns da gezeigt hat, mit ihrem ja noch relativ jungen Grand Prix-Pferd, Amorak, 11-jährig, dieser Niederländer. Wir schauen uns bisherige Ergebnisse im Kreis vom Helenenhof von der Familie Schwiebert. Es führt Jan-Dirk Iselmann mit Real Dancer mit 71,12 Prozentpunkten. Lorenzo und unser Gast aus Spanien, Severo Jesus Horas López, an zweiter Stelle mit 70,28 Prozentpunkten. Dann der dritte Rang aufgrund der besseren Fußnote für Roberto Schmidt und Edelunds Mephisto mit 70,22 und mit gleicher Prozentzahl an vierter Stelle aktuell mit Siegerhit Juliane Brunkhorst aus Deutschland. Rodriguez bestätigt mit 67,02 Prozent. Wir warten auf das Ergebnis für Amorak und werfen schon mal einen Blick auf das nächste Paar. Und da haben wir wieder diese Kombination, die wir heute ja schon so oft hatten. Erfolgreiche Pferde, die entweder an Junge oder im Grand Prix-Sport noch nicht ganz so zu Hause